Hey Leute, ich bin Max Oberüber und heute werde ich euch die 10 krassesten, gefährlichsten, komischsten, was auch immer, Brücken zeigen der ganzen Welt. Viel Spaß! Wir fangen an mit der Brücke in Louisiana in den USA, die nur 5 Meter über der Wasseroberfläche ist. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, ist doch nicht so schlimm. Aber ihr seht einfach überhaupt kein Ende auf dieser Brücke. Die Brücke ist nämlich 38 Kilometer lang und ihr seht erst nach 12 Kilometern ein Ende. Stellt euch einfach vor, ihr fahrt einfach so voll rauf aufs Meer und ihr seht einfach kein Ende und irgendwann fallt ihr dann ins Meer. Kann sein. Jetzt kommen wir zu einer Hängebrücke in Ghana, die 30 Meter lang ist und 30 Meter hört sich jetzt nicht unbedingt viel an, aber wenn ihr auf einer Hängebrücke seid und 30 Meter lang laufen müsst, über den Baumkronen, das heißt, wenn ihr jetzt runterfallen würdet, dann landet ihr auf den Bäumen, aber nicht auf dem Boden. Das heißt, unter euch sind ganz, ganz viele Bäume, aber noch nicht der Boden, deswegen sieht es vielleicht nicht so hoch aus. Ist es aber. Jetzt kommen wir zu einer Stahlseilhängebrücke, die es in der Schweiz gibt, die 170 Meter lang ist. 170 Meter, das ist viel mehr als die davor. Ja, aber viel weniger als die allererste. Wenn man diese Brücke überquert, dann ist 100 Meter tiefer der Gletschersee. Das heißt, ihr könnt da super Fotos machen von dem Gletschersee von oben, wenn ihr euch das traut. Ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde. Ich denke schon. Aber es ist trotzdem ein bisschen... Wenn man ein bisschen Höhenangst hat, dann sollte man das eher nicht machen. Jetzt kommen wir zur Sidohe-Brücke in China. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber ist auch egal. Das ist die höchste Brücke der Welt mit 472 Metern und ich frage mich, wie man so eine Brücke bauen kann. Ich meine, man ist in 472 Metern Höhe und muss da eine Brücke bauen. Wie geht das? Weil die ist ja nicht so eine kurze Brücke, wo du einmal was rüberlegen kannst, sondern so eine richtig lange Brücke. Ich finde das echt krass, wenn man Brücken bauen kann. Jetzt kommen wir zu einer coolen Brücke in Vietnam. Das ist natürlich keine Brücke für Autos, eigentlich ist das nur eine Brücke für Affen, was die Menschen gebaut haben. Jedoch können da auch Menschen lang gehen, die müssen dann halt unten auf diesem Stamm laufen, oben halten sie sich fest. Ja, das würde ich sogar machen, das ist ja nicht wirklich hoch und nicht wirklich gefährlich. Irgendwie cool. Jetzt kommen wir zu einer Brücke, die schon seit über 500 Jahren existiert, die auch die Inkas benutzt haben. Und diese Brücke ist einfach nur aus Gras geflochten. Ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde, weil ich Angst hätte, dass sie... Naja, wenn sie 500 Jahre alt ist, dann sollte man sich das schon trauen, aber trotzdem krass aus Gras einfach so eine Brücke bauen. Und die Brücke wurde gebaut, um den Einwohnern das Überqueren des Flusses einfacher zu machen. Jetzt kommen wir zu einer lebenden Brücke in Indien und ihr fragt euch sicherlich, warum sie lebt. Da sind keine Tiere, die das gebaut haben oder so, aber sie wurde nicht von Menschenhand gebaut, sondern von diesem Gummibaum. Jetzt kommen wir zu einer Brücke in Norwegen, die auch den Namen The Road to Nowhere hat. Das bedeutet die Straße nach nirgendwo und wie man sieht, geht es auch nirgendwo hin. Also wenn man mit dem Auto dahin fahren würde, dann würde man halt denken, dass die Brücke da irgendwie endet, dass man ins Wasser fallen würde, aber so ist das nicht, die geht natürlich weiter, aber auf den ersten Blick würde man sicherlich einen Schreck bekommen. Ja, einen Schreck. Wenn ihr das Bild seht. Okay, das war nicht cool. Jetzt kommen wir zu einer Brücke in Pakistan, was wohl auch eine der gefährlichsten Brücken der Welt ist, weil ihr diese Brücke, ihr habt zwar eine Hängebrücke, die auch noch irgendwie funktioniert, aber ihr habt da ganz viele Platten, die fehlen und so, es wackelt die ganze Zeit, wenn der Wind kommt, dann schwingt ihr hin und her, ich würde mich das auf jeden Fall nicht trauen. Die anderen eigentlich schon, aber das würde ich nicht machen. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch das trauen würdet, aber ich glaube, wirklich trauen würdet ihr euch das nicht. Jetzt kommen wir zu einer Brücke in Japan und die finde ich wirklich sehr, sehr cool, das bedeutet, also sie ist ja ziemlich steil. Das heißt, wenn ihr ein Auto habt, was, sagen wir mal, 160 fährt, dann könnt ihr damit bestimmt 200 runterfahren. Auch wenn ihr das nicht dürft, aber das ist halt eher wie eine Achterbahn anstatt eine Brücke. So Leute, das war's jetzt mit dem Video mit den 10 komischsten, gefährlichsten, was auch immer, Brücken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und mich kostenlos abonniert. Und schreibt mir in die Kommentare Hashtag geile Brücken, wenn ihr noch dran seid. Und ja, abonniert mich kostenlos, liked mich mal. Und folgt mir auf meinen Social Media Seiten, Instagram, Facebook, Twitter, alles in der Infobox oder auch irgendwo eingeblendet. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr vorbeiguckt. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, ciao.